Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Holy Potatoes. We are in space und ab geht's zum nächsten Planeten. Wir haben ja in der letzten Folge schnell ausgerechnet, dass wir es hinbekommen sollten, theoretisch, diese zwei Planeten, die ja noch offen sind, zu erkunden. Es sind noch mehr offen, aber... So, was haben wir hier jetzt bekommen? Ein B nur. Aber 20% der aktuellen TP als Bonusschaden. Ist also auch nochmal ordentlich. Aber die Sachen brauchen auch so viel, ne? Das hier ist dagegen... Ja. Das EMP. Ist ganz nützlich, wenn man halt direkt auf den Rumpf gehen wollen würde. Könnte man theoretisch mal hier testen. Ne? Man kann ja. So. Nur zum Testen. Danach kommt wieder ein Succubus rein. Gut. Bringt gerade eh nichts. Wir gehen hier auch mal direkt auf den Dings. Hier versuchen wir es mal mit dem. So. Au. So. Und wieder ist das Schild weg. Sehr schön. Klappt ganz gut mit dem Schild. Muss halt noch der Schaden stimmen. Ich meine, die Heilwirkung bei uns, also die Selbstreparatur, die ist ja eh, ne? Die ist ja famos, möchte ich sagen. Oh, das war ein guter Treffer. 1400. Oh, jetzt müssen wir aber mal... ein paar Waffen vielleicht ausschalten, wäre nicht schlecht. Oha. Ach du Schande. So nicht. So nicht. Ja, da fehlt die zusätzliche Heilwirkung. Beziehungsweise, ne? Hm. So. Da haben wir gleich mal mehrere Waffen auf einmal zerlegt. So, und jetzt zerlegen wir ihn, hoffe ich. Jawohl. So, diesmal geben wir erstmal auf ein paar Waffen. Würde ich sagen. So, erste ist weg. Wir müssen halt bedenken, wir haben jetzt nicht mehr so viel Selbstreparatur, ne? Da können wir nicht mehr so hau drauf machen. So, nächste Waffe weg. Da hat er nur noch zwei. Die darf er aber auch uns ein wenig anstecken. So. Jetzt hat er keine Waffen mehr. Ist mit der Erbse gelähmt oder was? Ja, schöner Treffer. Repariert sich selbst, nix ist.
Nee, das wird er nicht schaffen, hoffe ich. Also das EMP ist jetzt nicht so geil. Da bleibe ich lieber bei Succubus. Was hat er denn hier? Aha. Lähmung. Ah, er hat ja einige gute. Gehen aber erstmal auf die Erbse. Vielleicht haben wir die schnell weg. Leider noch nicht. Hey. EMP auch noch mit rein. So, Erbse weg. Das ist ganz praktisch hier, die Sachen, die mehrere Ziele treffen, zu verwenden. So. Da hat er nur noch eine Waffe. Und der kann uns ja nun nicht mehr viel machen. Ja. Ich glaube, sein Schild ist eh im Arsch. Also doof da. Oh ja, schöner Treffer. Drei Runden zum Flüchten braucht er. Nein, nein. Das missfällt uns. Oh ja. Nochmal so ein schöner Treffer. Nur falls sein Schild wieder kommt. Man weiß ja nie. Nix Schild. Feierabend für ihn. Halt, das Schiff an. Cassie trifft und die Bremse hat. Nicht zu tun. Wieder der Tisch. Mach das Paket auf. Ein Schatz. Cassie reißt das Paket auf und bringt den Inhalt an Bord des Schiffs. 6000 Stärke. Mittlerweile haben wir ganz gut Stärke. Ja. Nette Sachen. Galaktischer Gladiator freigeschalten. Oh, klingt nach einer interessanten Errungenschaft. So. Die macht 235. 219. In diesem Falle nehmen wir doch die. Da lassen wir uns nicht lumpen. Ich bin nicht lumpi. Nehmen wir das mit. Du hier. Schrapnellwelle. Ist egal. Du kannst mal noch was Neues lernen, einfach mal. Und du verbesserst das. So. Klingt doch gut. Dann gehen wir wieder zurück zu ihm. Planet Wit. Fliegen. So, zu dem. Ich muss mal eben gucken, wie hieß denn die Waffe hier eigentlich? Falls wir mal Phönixfeuer. Falls wir da mal wieder, ne? Ich weiß aber nicht, ob es davon noch mehr gibt. Oder ob die einfach so eine besondere war. Wir hauen hier nochmal eine Succubus rein. Wer war denn der Laserspezialist bei der Herstellung? Ach, er. Okay. Da haben wir auch noch das Ding. Ja. Und hier der Doktor.
Der kann mal. Der kann mal noch für 20.000 das hier pushen. Ne? Wir sind schon auf dem, oder? Auf dem, wo wir hin wollen, oder? 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 Genau. Den da könnten wir auch noch, aber das. Nee, das wird zu eng. Zeitlich. Muss ich da nochmal gucken. Nach der Runde haben wir 5. 4, 3. Nee. Nee, nee. Nee, nee. Oh nein, eine Blockade der Eclipse. Bestechung zahlen will ich eigentlich auch nicht, aber haben wir noch nicht gemacht. Faye verhandelt mit der Wache und sie einigen sich schließlich auf Stärke als Bestechung. Sie bezahlt die Bestechung, kommen durch die Sperre und können weiter. 4000, ja. Bevor wir noch mehr Treibstoff verbrauchen. So, den hier. Hallo? Nehmen wir uns mal ganz diskret vor. Oh. Hier scheint bei dem Nebel und so. Ei. Scheint es leichte. Was war denn hier so effektiv? Vermutlich die Apollo-Raketen, ne? Sowas müssen wir natürlich verhindern. Sowas müssen wir verhindern. Also Apollo-Raketen hier einfach einzusetzen. Nee. Nee, finde ich nicht gut. So, erste Waffe schon down. So. Dann gleich mal noch auf die nächste mit drauf. So. Schöner Treffer. Deppenteile. So, er sollte gleich hier nicht mehr großartig angreifen können. Ja, eine Waffe noch. Weiße. Wir sind relativ gut dabei. Sein Schild nervt ein bisschen. So. Das sollte jetzt aber auch ein Ende haben. Oder auch nicht, weil die wichtigste Waffe wieder nicht getroffen hat. Jetzt aber. So. Jetzt geht er rein. Nee. Und hat er noch 1299. Hat er uns gerade gerammt. So. Feierabend für ihn. Mit einem Crit. Und nochmal eine Apollo. Davon kriegen wir jede Menge zurzeit. Will ich aber gar nicht so viele. Oh, so einer wieder. Ja. Man könnte ja auch mal direkt auf den Rumpf dann. Das Schild hält ja eh nicht alles ab. Oh ja. Und wir haben ja mehrere Waffen, die mehrere Sachen treffen. Da kann man ja mal reingehen. Schild ist eh schon bald down. Oh, den gelähmt oder was? Eh. Schild ist eh bald down, dachte ich. So. Jetzt müsste Schild aber mal langsam down sein. Jawohl. Und auch seine TP.
müssen auch mal langsam kaputt gehen, ey. So wie ich da drauf knusper. So. Schmal eine weg. So. Da können wir leider nicht. Oh, ist die noch nicht kaputt? Das gibt's ja nicht. Dann wird das jetzt aber Zeit, nicht? So. Gleich noch ein Crit. Ins Gesicht. So. Dann sollte er Feierabend haben. Oder auch nicht. Wieder alles nur auf 1 gegangen. So. Dem zeigen wir mal, wo der Hammer hängt. Was sind wir denn hier mal? Das hat einen guten Angriff. Die nicht ganz so. Da haben wir gleich zwei. Yeah. Gut. So mag ich das. Wieder ein toller Treffer daneben. Zack. Und zack. Ist ganz wichtig, dass wir mehrere Sachen treffen. Die Abse, die trifft immer nicht. Aber hat die eine 85er Präzision. Aber die schießt einfach so unglaublich oft daneben. Da schon wieder. 85 Präzision. Ja, schön, liebe Abse. Oh Mann, bescheuert. Bei 85% Präzision ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zweimal hintereinander nicht trifft, doch sehr gering, muss man sagen. Trotzdem schafft diese Waffe es immer wieder. So, Schild weg, alle Waffen weg. Und dann ist er auch gleich weg, ne? Hm. Der hat ganz schön viel Schaden abgehalten, ja. Bisher. Weil die verfickte Erbse. Wer hat sie da getroffen? So ein großer Crit. Da hat irgendwas anderes daneben geschossen. Vermutlich die Suppi. Wir treffen so oft nicht, das ist schlecht. Na gut, ich denke mal der Nebel und so, ne? Aber der Gegner trifft ja immer. Warum wir nicht? Seelen, Seelen, ja, mit euren Seelen, ich seele dich gleich. Ich gebe dir deinen Seelenfrieden, mein Freund. Ja. Kannst du schon mal gucken, wenn Digga. Ich mag den nicht. Das Schild muss weg. Da wäre das EMP-Ding halt ganz gut. Und er hat wenig HP.
könnte man schon gut was reißen, ne? So. Schild ist weg. Boah, drei Sachen gelähmt, Alter. Willst du mich veräppeln? Guck mal, wie der immer trifft. Wir treffen so gut wie nie. So, dann hauen wir weg dich. Oder? Ne, wir nehmen dich mal. Damit gehen wir da drauf. So. Zwei weg. Läuft doch die Runde. Jawohl. Da hat er sein Schild wieder. Vielleicht nicht mehr. Und da ist Feierabend für ihn. Sehr schön. Erkundung abgeschlossen. Was haben wir denn alles hier bekommen? Ja. Ja. Vampirrankel, das klingt sehr gut. Vampir klingt immer gut. Kann die etwa Schaden absorbieren und sich selbst damit auch wieder? Drei Energie. Das ist aber von Schilden geblockt. Aha. Aha. Aber drei Energie absorbieren ist schon cool. So, dann gehen wir wieder in die Basis. Also ins Zentrum. Bereiten uns auf unseren Abgang vor. So. Dahin. Ja, drei Soul. Und wie wir abgehen, sehen wir erst in der nächsten Folge von Holy Potatoes We Are in Space. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.